Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Folgende Themen haben wir heute für euch. Der Tourismusdirektor Florin Riedi über Gratis-ÖV und der Mietverband fordert Massnahmen vor Politik. Der Tourismusdirektor von Destination Gstaad, Florin Riedi, hat sich jüngst bei einem Branchentreffen mit anderen Tourismusfachleuten über einen Gratis-ÖV ausgetauscht. Der Ben Abeckle hat sich mit ihm über die Trägheit des Kantons und deren möglichen Auswirkungen unterhalten. Wir hatten heute eine Sitzung vom Marketingbeirat vom Kanton Bern. Das sind alle Destinationen vertreten, sprich Tourismusdirektorinnen, Tourismusdirektoren, die zusammenkommen. Da haben wir verschiedene Traktanten, die wir miteinander diskutieren. Das ist auch ein wichtiger Informationsaustausch zwischen den Destinationen. Es ist auch mal gratis vorgegangen. Das war auch ein ganz kurzes Thema, weil es ein Thema, das schon länger im Raum steht. Es gibt ja da die Idee, kantonale Gästekarten ÖV inklusiv für Übernachtungsgast zu realisieren, wo wir ja selber als Destination schon innerhalb unserem Perimeter umgesetzt haben. Darf ich sagen, allgemein der Kanton Bern beim Thema Tourismus oder vielleicht auch in dem Sinn gratis ÖV hinkt ein bisschen hinten rein? Definitiv. Also da sind wir sicher nicht Spitzenreiter. Wenn man rundherum schaut, in anderen Kantonen, anderen Destinationen, ist das schon längst umgesetzt. Da müssen wir sicher unbedingt schauen, dass wir da vorwärts machen können. Und warum hat vielleicht der Kanton Bern allgemein Nachholbedarf? Oder warum sind wir hinten drin? Ganz einfach, weil es einfach noch nicht so in dieser Grössenordnung gibt, in diesem Umfang gibt, wie es in anderen Regionen der Fall ist. Nehmen wir das Beispiel Tessin, wo es kantonal umgesetzt hat können werden, oder im Kanton Graubünden, wo verschiedene grosse Destinationen das seit Jahren schon haben. Der Mieterinnen- und Mieterverband hat genug von expandierenden Mieten und kaum vorhandene bezahlbare Wohnungen. Er fordert von der Politik Massnahmen gegen die riesigen Renditen der Immobilienkonzerne. Allem voran eine Mietzinskontrolle. Unten, die unterste Kurve, interessiert uns, das wäre die Mietentwicklung gemäß Recht, gemäß Mietrecht. Und die obere Kurve ist die reale Mietzinsentwicklung der Schweiz seit 2005. Sie sehen, da ist etwas passiert, da hat es einen Gap. Und dieser Gap ist der Gap, der uns interessiert, weil dieser Gap entsteht vor allem aus missbräuchlichen Renditen. Und die missbräuchlichen Renditen in der Schweiz, die sind groß. Sie machten im Jahr 2021 pro Haushalt 370 Franken aus. 370 Franken, die sonst andersweitig investiert worden wären, die fehlen in einem Portemonnaie. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass trotz sinkenden Kosten die Mieten gestiegen sind. Das schwächt die Kaufkraft der Haushalte. Es trifft auch immer breitere Kreise, aber man muss sich auch bewusst sein, dass vor allem die einkommensschwachen Haushalte heute bedeutend mehr bezahlen für das Wohnen als früher. Der Anteil der Haushalte, die mehr als 35% fürs Wohnen ausgeben, ist in dieser Zeit von etwa 8% auf 12% angestiegen. Und Sie können sich vorstellen, 35% vom Einkommen fürs Wohnen und Energie, das ist viel zu viel. Es gibt keinen freien Markt. Es gibt keinen freien Markt, der als solcher funktioniert. Und wer davon spricht, hat eigentlich fast immer ein Eigeninteresse an allem, was aus einem freien Markt entstehen könnte. Das Zweite ist, das Mietrecht, das schon nicht sehr groß und nicht sehr ausgebaut ist, entwickelt sich aktuell oder tendiert im Moment aktuell, sich sehr zu Ungunsten der Mieterinnen und Mieter in der Schweiz zu entwickeln. Das Bundesgerichtsurteil von Ende 2020 ist ein gutes Beispiel davon. Die Renditen, wir dürfen eine Rendite, Vermieterinnen und Vermieter dürfen eine Rendite haben, das ist auch richtig, die ist gedeckelt auf 3,25% im Moment. Abgeschöpft werden 6,5% im Moment. Das sind, wie ich eingangs schon gesagt habe, etwa 370 Franken pro Haushalt in der Schweiz. Das ist ein Zustand, der ist so nicht haltbar und der konnte sich nur so entwickeln, weil es keine Kontrolle und keine Sanktionen gibt.
Es gibt auch keine Wohnungsnot. Wir lesen und hören immer davon, es gibt keine Wohnungsnot. Aber was wir aktuell haben, und das hören wir wirklich von unserer Basis mehr als einmal täglich, wir haben eine Systemkrise, die auf dem Buckel der Mieterinnen und Mieter in der Schweiz ausgetragen wird. Und wenn ich sage Mieterinnen in der Schweiz, dann sind das über 60% aller Haushalte. Es geht dabei also nicht um ein Problem einer Minderheit, sondern es ist ein Problem, das die meisten Leute in der Schweiz betrifft. So, das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen findet ihr auf jungfrauzeitung.ch oder in der App. Kollegen von Meteo News verraten euch jetzt noch, wie das Wetter wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitungwetter für den Kanton Bern am Montag, am 20. Februar. Ja, und zum Wochenstart haben wir eigentlich mehr Hochdruckwetter gehabt. Mehrheitlich sonniges Wetter mit ein paar Schleierwolken. Also alles haben wir schon fast eine hohe Frühlingstemperatur wieder verbreitet im zweistelligen Bereich. Aktuell also weiterhin Hochdruck bestimmtes Wetter, das gilt auch für morgen. Wir sind also da noch im Bereich von einem Hochdruckrücken. Allerdings kommt auf die zweite Wochenhälfte aus Nordwest bis West ein bisschen mehr Feuchtigkeit daher. Jetzt in Nacht auf morgen, da ist es aber mehrheitlich klar. Morgen Morgen haben wir gerade im Seelandgebiet ein paar Nebelschwaden. Die lösen sich aber zügig auf, sonst scheint einiges mehr die Sonne. Eigentlich noch ein paar dünne Schleierwolken. Die Temperaturen morgen früh die liegen gerade so um den Gefrierpunkt herum. Am Nachmittag geht es mehrheitlich sonnig mit gelegentlich ein paar Schleierwolken weiter. Und es ist einmal mehr sehr mild für die Jahreszeit. Zum Beispiel in Bern oder in Biel haben wir etwa 13 bis 14 Grad. Und auch im Oberland haben wir in den Tälern Temperaturen von etwa 12 bis 13 Grad. Am Mittwoch da nehmen die Wolken zu. Es gibt zwar vor allem morgen zum Teil noch freundliche Abschnitte, vielleicht auch noch ein bisschen Sonne, aber bis am Abend werden die Wolken dicht. Es gibt dann vom Westen her auch schon erste Regen. Schnee ab etwa 1500 Meter und Temperaturen steigen auf rund 12 Grad. Donnerstag, da ist es dann mehrheitlich bewölkt. Gelegentlich gibt es auch ein bisschen Regen oder ab rund 1500 Meter Schnee. Temperaturen gehen ein bisschen retour, noch auf maximal 9 Grad. Und am Freitag ist es wahrscheinlich eher unbeständig, ob und wie viel Niederschlag es gibt. Es ist aber im Moment noch unklar. Die Temperaturen gehen wahrscheinlich weiterhin ein bisschen retour. Und am Wochenende ist im Detail noch unsicher, was passiert. Möglicherweise ist es am Samstag noch nass. Auf den Sonntag wird es ein bisschen freundlicher. Und dann kommt die Beisen auf und die Temperaturen die gehen mal weiter retour. Das war vom Wetter. Ich wünsche eine ganz schöne Woche und auf Wiedersehen miteinander.